Was für eine Arschlochmutter du hast, Erik. Nicht schön. Nein, Erik. Danke, jetzt hat man Erik sich verschluckt. Was geht, Freunde der Außenwelt, und recht herzlich willkommen. Heute reagieren wir gemeinsam auf Carina bei der Arbeit. Ich habe keine Ahnung, welches ich jetzt nehmen soll. Ich habe hier 250.000 vor mir und, ja, Ethika. Ach komm, wir nehmen Ethika, weil ich da auch mal gearbeitet habe. Nachdem Carina bei McDonald's, dann bei der Tankstelle, dann beim Dönerladen und dann beim Taxiunternehmen rausgeschmissen wurde, weil sie angeblich zu unfreundlich zu den Kunden war, versucht sie es heute einmal bei Ethika. Auf ein neues und... Ja, wenn ich so einen Kassierer an der Kasse sehen würde, Kassiererin, würde ich sofort hinrennen. Viel Spaß bei Carina bei der Arbeit. Der Code funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, 7,60 Euro stand da drauf. Ich vertraue Ihnen da einfach mal, ja? Super. Ich glaube, ich muss vorsichtshalber doch einmal nachfragen. Kleinen Moment mal bitte. Ja, Achtung, ich habe ihn auch immer benutzt. Herr Wilmert ist hier auf der Burgunderstraße 47. Er möchte gerne Kondome kaufen, aber der Code funktioniert nicht. Kannst du mir mal sagen, wie teuer die sind? Dankeschön. Musste das wirklich sein? Tut mir leid, ich mache hier auch nur meinen Job. Kleinen Moment mal bitte. Achtung, Gabi, wenn du dich fragst, welche Kondome extra small, die mit Schokogeschmack. Die, wo ich immer die Löcher hinten reinmache im Lager. Genau, komm mal bitte an Kasse 2 und sag, wie teuer die sind. Tschüss. Und diese ganzen zusätzlichen Infos waren jetzt wichtig, damit sie den Preis rausfinden, oder was? Nö, ich wollte sie nur ein bisschen erniedrigen. Ah, was ein Zufall, jetzt funktioniert's. So plötzlich. Nein, Erik, es gibt jetzt nichts zu naschen, du hast dir vorhin schon was ausgesucht. Irgendwie erinnert das gerade an diese Fernsehshows, die früher immer im Fernsehen liefen, vor 120 Millionen Jahren. Lady Gaga, die dreisten drei, ach alles, ich glaube, das läuft heute sogar noch. Irgendwie erinnert das genau an diese Show, bloß tausendmal besser. Na, will der Kleine wieder Bonbons haben? Ja, sie wissen ja, wie das ist. Für Kinder ist so ein Supermarkt wie ein Schlaraffenland. Aber die müssen ja auch lernen, dass es nicht alles gibt, ne? Aber man kann ja auch mal eine Ausnahme machen, oder? Guck mal, Erik, das ist für dich, weil du der Mama heute so toll beim Einkaufen geholfen hast. Oh, das ist aber lieb. Vielen, vielen Dank. Sag danke, Erik. Danke. Und weil heute Freitag ist, bekommt der kleine Erik noch eine Kleinigkeit. Oh, das ist wirklich nicht nötig. Also, oh, was habe ich denn da gefunden? Vielen Dank, das ist wirklich genug jetzt. Also, eine kleine McWurst für den Erik? Das ist ja, das ist wirklich dann, aber das reicht dann. Ja, danke. Da sag danke, Erik. Danke. So, ein Bonbon, eine Tafel Schokolade und eine McWurst. 17,52 Euro. Bitte? Ja, so kriegt man das Zeug natürlich auch los. Geil! Ich dachte, das wären kleine Geschenke. Haben Sie in einem Supermarkt schon mal was umsonst bekommen? Ja, also Erik bekommt immer beim Schlachter eine Wurst umsonst. Ja, aber die in der Schlachterabteilung haben auch keine Ahnung vom Business. Völlig ungebildetes Pack, was da arbeitet. Und überhaupt, was ist denn das für ein Preis? 17 Euro für die paar Sachen? Ich habe sie ja auch persönlich bedient. Deswegen kommt eine Serviceleistung dazu. Das klingt eigentlich. Tut mir leid, aber die Sachen geben wir wieder zurück, ja? Gib einmal hier. Was? Nein, Erik, das komm, ist nun, meine komm, Erik. Wurst. Siehst du, Erik, wie böse deine Mutter ist? Sie gönnt dir gar nichts. Erik, gib die Sachen. Ich glaube, ich habe so einiges falsch gemacht, als ich an der Kasse sitzen musste. Wieder her. Erik, bitte. Nun komm her. Was für eine Arschlochmutter du hast, Erik. Nicht schön. Nein, Erik. Danke, jetzt hat man Erik sich verschluckt. Kann ich ja auch nichts für, wenn die so aggressiv sind. Danke, Erik. Schön, jetzt kommst du die ganze Mettwurst wieder raus. Seien Sie lieber froh, die Mettwurst war abgelaufen. Was? Carina bei der Arbeit. Jetzt so schnell kommt es wieder raus. Ja, der schon wieder. Was denn? Haben Sie das gehört? Nee, was denn? Ein nervender Kunde. Carina bei der Arbeit. So, haben Sie eine Supermarkt-Service-Premium-Kundenkarte? Nein, habe ich nicht. Möchten Sie eine Supermarkt-Service-Premium-Kundenkarte? Nein, danke. Die Supermarkt-Service-Premium-Kundenkarte ist völlig umsonst. Sie haben dadurch nur Vorteile. Trotzdem, ich bin nicht interessiert. Die Supermarkt-Service-Premium-Kundenkarte gibt Ihnen 10% auf alles, was Sie kaufen. Oh, wirklich? Nein, das habe ich mir gerade nur ausgedacht, damit Sie vielleicht doch interessiert sind. Und was sind die Vorteile dieser Premium-Dingsbums-Karte? Die Supermarkt-Premium-Service-Kundenkarte ist...
gar keine Vorteile. Okay, und dann will ich auch so eine Karte kaufen. Weiß ich eigentlich auch nicht. Wo sehen Sie? Na gut. Möchten Sie eine Tüte? Ja, sehr gerne. Gut. Haben Sie einen Supermarkt-Service Premium? Carina bei der Arbeit. Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Sie sind der 100.000. Besucher! Was? Oh mein Gott! Das, und das bedeutet, mein Einkauf ist jetzt umsonst, oder was? Nein! Aber das bedeutet, dass Sie eine Woche in die Karibik fliegen! Nein! Das gibt's nicht! Bestimmt auf eigene Kosten! Das gibt's nicht! Wahnsinn, das kann ich gar nicht glauben. Mein Fehler. Ich habe falsch gerechnet. Punkt vor Strichrechnung. Sie sind der 999.000. Besucher. Oh nein. Also, oh, dann bin ich der 100.000. Besucher. Sorry, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ich fange nochmal von vorne an. Also, Sie sind der Erste und Sie sind der Zweite. Und gewinnt man als erster Besucher auch was, oder? Ja. Ja, so kann man es auch machen. Ja. Ja, von 2015. Carina bei der Arbeit. Den braucht man dringend. Das Hackfleisch ist im Angebot. 1,20, nicht 2,40. Aber die Kasse sagt 2,40. Ja, aber wenn Sie hinten nachgucken, da steht's. 1,20 ist im Angebot. Ja, aber da müsste ich ja aufstehen. Ich denke, für einen Kunden könnte man das schon mal machen, oder? Also, das ist ja wohl eine Frechheit. Sie sind nicht sehr zufrieden gerade, oder? Ja, nee, also ja, das kann man wohl sagen, ja. Kleinen Moment mal. Ah, ich habe mein Handy die ganze Zeit falsch benutzt. Carina, hallo Herr Edeka-Chef. Ja, Herr Edeka-Chef. Ja, ich habe einen Kunden hier, der ist ein bisschen unzufrieden wegen dem Hack. Er sagt, das ist im Angebot für 1,20, aber auch die Kasse sagt 2,40. Ja, genau, das kranke Hack von den kranken Rindern. Ja, super. Das will ich ihm sagen. Sehr, Sie sind wieder ja, so das will ich auch immer unbedingt kaufen. Ja, ich nehme weiter das Waschmittel. Ja, tschüss. Heute ist Ihr Glückstag. Er sagt, Sie können das gesunde Hack haben für 1,20. Na, das ist doch super. Allerdings nur, wenn Sie eine Supermarkt-Service-Premium-Kundenkarte haben. Die habe ich natürlich nicht. Kann ich die hier bei Ihnen kaufen, oder? Nein. Wobei, ich frage noch mal nach. Aha. Nein. Jo, liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Edeka Vogt, dass wir hier drehen durften in Westeburen. Hast du Hunger und bist in der Not, geh zu Edeka Vogt. Ja. Das ist aber doch gut, oder? Hab ich mir gerade schon dann ausgedacht. Könnt ihr euch oben ranmachen? Alter, das muss doch für die Leute, die da arbeiten, die da zugucken durften, ziemlich total krass witzig gewesen sein bei all den Fails. Oh mein Gott, wir müssen uns davon noch eins anschauen. Auf jeden Fall. Worauf soll ich als nächstes reagieren? Nee, ja, doch, nein. Als nächstes werde ich reagieren auf das Video. Carina bei der Arbeit. Ärztin. Oh, das hört sich gut an. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit.